Stärke. Weil Cäsar kriegt einen Gratiskrieger bei jeder Stadt, die er gründet. Alter. Der ist hat auch eine Anfang Frechheit. Halt, das meinte ich eben vorher mit habt euch das gut überraschend großen Militär, das ich habe, womit ich selber, also ich habe den Bonus mehr angeschaut, aber irgendwie, ich glaube, ihn nicht internalisiert. Wisst ihr, was ich meine, wenn du ihn dann in der Realität erlebst? Aber ja klar, deswegen habe ich Berge an Kriegern. Ich wusste ja, dass er diesen Bonus hat. Aber ich habe irgendwie trotzdem nicht gecheckt, was er bedeutet in der Praxis. Es hört sich sehr, sehr frech an. Ja. Denk dran, nur 8 Städte. Okay, da ist jetzt auch wieder das Problem, dass ich einfach keinen blassen Dunst habe. Also meine Idee wäre ja jetzt zu sagen, ich kunter trotzdem. Bei minus 8, wie viel ist minus 8? Keine Ahnung, aber es gibt dieses... Minus 8 klingt nicht so viel. Aber who knows? Bauern werden schon recht bald Thema. Ah, das Loyalität, okay. Darüber bekommen wir an Loyalität, das geht's gut. Jerusalem kriegt den dritten. Dadurch sind wir souverän, dadurch kriegen wir auch Kultur mehr. Müssen wir diese Akropolis-Dinger hier sehr zeitnah bauen. Dafür müssen wir auch einen Wald hier abgeben. Und auch hier stellt sich jetzt wieder die Frage, will ich den vorher unbedingt abholzen? Ich denke, die Antwort ist ja. Krass, das war das erste Mal, dass ich zeitlich irgendwie gar nicht klarkam. My bad. Ah, eine effiziente Geschichte. Den eine Armada gegenüber zu schicken, das hat historisch immer sich ausgezahlt. Oh, was ist ja, das? Ja, also. Ich habe mir aber vorgenommen, ich werde nicht auf Marine setzen aus Großbritannien. Bitte was? Wir sollen die Götter. Was ist denn jetzt los? Indem ihr Einheiten opfert, ne? Das ist aber ja, jetzt meine Vorbereitung hier. Ich hasse Götter. Ich glaube, das geht das nicht nur in Vulkanen oder wo geht das? Ja, genau, das geht nur bei Vulkanen. Wirklich? Ja, das heißt, da musst du so einen Seher neben den Vulkan setzen. Maurice, das ist die Gelegenheit für dich, nur für Zuschauer zu opfern. Ja, ich glaube, manche von denen hätten das schon ab und an verdient. Ongoing Competition, wow. Ja, ich habe keinen Vulkan in der Nähe, also. Das ist mir vollkommen Wumpe, ja. Und da steckt schön, die Barbaren sind einfach aus ihrem Lager rausgegangen hier. So kann man das Lager natürlich auch kaputt. Weil so ein Seher muss natürlich Maurice jetzt erstmal ready haben. Ja, super. Und die meisten können das auch gar nicht aktuell. Das heißt, wenn ich auch nur einen geopfert kriege, bin ich wahrscheinlich fein. Ich freut euch sicher alle, ich möchte euch mitteilen, dass ich das Problem des nicht eingliederungswilligen Stadtstaats für mich gelöst habe. Oh, das ist schön. Das ist richtig schön. Weil, mir geht's direkt besser aus. Ja? Stellt sich raus, wenn man diese Krieger, die Cäsar bekommt, dann zu Legionären upgradet, ist das eine lustige Sache gegen einen Stadtstaat, der leider noch nur Krieger hat und keine Mauern. Das klingt gefährlich. Ja, für den Stadtstaat. Eigentlich noch einen hier. Ach, die Musik ist so schön. Denkt daran, keine Pins auf der Karte zu platzieren, ne? Was ist denn? Was ist denn die Logik dahinter, by the way? Also, weil ich wusste gar nicht, ich hab's eben vom Mod gesteckt bekommen. Aber warum? Wenn du Bezirke zum Beispiel planst, dann kann man da, wie so ein Puzzle, kann man quasi die Bezirke planen. Und so merkst du dir das nicht machen sollst. Es existiert ein uralter Bug in Civilization in Multiplayer-Spielen, das. Sobald ein Pin gesetzt wird, wird das Spiel extrem instabil und laggy.
Also ja, ich möchte schon... mich entschuldigen für diese fünf. Ja, zu ich habe ja auch alles voller Pins. Gott sei Dank habe ich es nochmal gesagt. Nee, ich habe sie mittlerweile auch entfernt, aber trotzdem. Die soll ich sie löschen oder was? Das wäre am besten, ja. Ja, sorry, ich habe ja auch alles voll gepinnt. Nee, bitte nicht. Oh. Sorry. Ich habe gedacht, dafür ist es da. Konntest du ja nicht wissen. Ist es ja eigentlich auch. Aber die Formulierung klang so, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist alles zu Ende. Ja. Ich hab's lieber, genau. Ich hab's lieber jetzt. Wir spielen alle jetzt in verschiedenen Spielen gerade. Toll, mein ganzer Plan, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Habt ihr schon mal eine Seher-Einheit eingesetzt, um eine Katastrophe aufzulösen? Ich mach das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich hab mir einen geholt. Ich löse jetzt eine Katastrophe auf. Was? Das könnte ein flächendeckender Waldbrand sein, der eventuell über die Pyrenäen rüberschwappt. Haltet ihn auf! Oh nein, BB, mach das doch bitte nicht. Was soll denn der Scheiß? Feuerteufel, Zündler, schlag zu. Und jetzt! Um Gottes Willen, was hab ich getan? Bist du zugeschlagen? Warum? Nur in deinem Gebiet, oder? Naja, er will es ja über die Pyrenäen rüberpusten. Aber ich glaube, das funktioniert kläglich aus. Ich hoffe sehr, der Brand läuft noch weiter. Also das war gerade sehr kläglich. Das war enttäuschend. Ich hatte gedacht, ihr würdet alle mitbrennen. Ich hatte gedacht, die Welt würde brennen, damit ich in Zukunft... Hört ihr diesen Wahnsinnigen? Werde. Ja, ich höre. Hört sich an wie ein Prophet. Ich höre begeistert zu. Warum? Na, hauptsächlich, weil ich da nicht bin. Wir haben auch angefangen, unsere Landfläche einfach abzutragen, damit wir mit dem Wasserspiegel zusammensteigen auf unserer Insel. Eine riesengroße Luftmatratze. So, jetzt pflaster ich hier alles mit diesen Theaterdingern zu. Ich kann keine Straßen bauen, das macht mich komplett fertig. Wie, du kannst keine Straßen bauen? Ja, weil mein Händler halt einfach das Wasser bevorzugt. Du musst das so sehen, das Meer ist deine Straße, das ist die Kultur deines Volkes. Ich würde halt gerne wissen, bei den Norwegern, weil ich einfach nicht weiß, wie lange jetzt dieser scheiß Wettstreit geht. Ah, da, 8 Runden, okay, das war relativ simpel. So, und der sucht hier unten jetzt einfach weiter diese Dinger, weil hier ist ja sonst niemand, das heißt, niemand kann die einsammeln. Ich weiß noch nicht, wie lange die halten oder so, aber ist mir auch wurscht. Ich gehe hier lang und dann so gewinnt ich das auf den Rückweg ein. Eine kostenlose Seeeinheit, das heißt, er kann das nächste Mal nochmal machen. Ja, also ich denke, er ist am ehesten der, der es kann. Aber ich kann wahrscheinlich einfach einen... Ach, ich habe hier noch nichts ausgebaut, ne? Baue noch gar kein Eisen ab. Wollen wir jetzt langsam anfangen, mal Leute zu shamen? Die nicht fertig werden? Wofür konkret? Kommt drauf an, wen? Für Langsamkeit. Ach so. Ach so, nee. Ich finde, es ist eher Bedachtheit. Ich verstehe, dass das für dich nicht ganz so ein Konzept ist, aber... Das stimmt, ich bin heißblütig und impulsiv. So, wow. So kennt man dich, ja. Ja. Oh, es klappt doch. Der Waldbrand greift um sich. Die Welt steht gleich in Flammen. Es passiert ja doch. Das, cool. Ich finde das nicht ich kann gut. Ganz Iberien abfackeln, wenn ich will. Geiles Gefühl. Finde ich total klasse. Mach ich öfters ab. Boot, jetzt auch nur hier live. Okay. Ist jetzt hier großartig. Erst hier noch ein Barbarenlager gespawnt. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Naja. Barbaren sind unsere Freunde. Und kein ja, halt vor allem so am untersten Ende des Stiefels. Ja, so gerade die ein, zwei Teils, die ich noch nicht im Sichtfeld habe. Da haben sie sich jetzt nochmal breit gemacht. Das ist einfach nur schäbig. Das ist einfach nur schäbig. Der war ja so close. Dann hätte ich es fast noch weggeschnappt. Aber wobei, vielleicht macht er das sogar noch irgendwie. Was machen wir denn jetzt hier? Das ist immer wieder eine gute Frage. So, der sehr. Ich stelle immer wieder fest, Nils, du bist der Einzige, der richtigen philosophischen Tiefgang in solche Events reinbringst. Bringt. Echt. Dankeschön. Manchmal sind es nur wenige Silben, die du vor dich hin brabbelst und trotzdem habe ich das Gefühl, da ist was drin, das erkennen wenige. Danke, und das mag ich so an dir, diese unschuldige Ehrlichkeit. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die hängenden Gärten bekommen habe. Ne? Ich habe keinen Test bekommen. Schuldig im Sinne der Anklage, ich sei völlig unschuldig, das stimmt, ja. So, ich raff halt nicht, wie das hier mit Loyalität abläuft jetzt. Es ist steigen.
Nochmal zur Sicherheit, man kann 7 Städte gründen, war die Regel, ne? Und erobern zählt natürlich nicht mit rein. Na, ja, 8, ne? 8, also 8, deine 8 Hauptstadt. Warte mal. Es gibt eine Regel. Es gibt Regeln im Spiel. Gibt es wirklich eine Regel? Ah. Warte mal, wie viele Städte darf man gründen? Ich hatte es auch vergessen. Ach nee, ernsthaft? Ja. Aber ganz kurz, gibt es wirklich diese Regel? Ja, genau die Regel, die ich vergessen habe, am Anfang zu erzählen wieder. Oh Gott. Man darf nur 8 Städte gründen. Ja, okay. Was mache ich denn jetzt mit den 2? Aber man darf so viele erobern, wie man möchte. Die zählen dann nicht zu. Ja. So sieht's aus. Oh, shit. Nur 8. Und ich führe eine Strichliste. Wie viele hast du denn? 12? 10. Dann ist aber die Strichliste abstimmen. Sollen wir denn gemeinsam darüber abstimmen, welche Strafe Ranger für das Nicht-Erwähnen bekommt, oder darf Nils das im eigenen Ermessen? Na, ich finde persönlich, dass Nils auch eine Strafe für mangelnde Lesefähigkeiten kriegen könnte. Hallo, ich habe dafür so einen Wisch von der Krankenkasse. Dann habe ich nichts gesagt. Ist nicht von Partiestart an freigeschaltet, ne? Also auch Discord. Discord-Server, wo Regeln angeblich drinstehen. Discord wird im Late-Game erforscht. Da muss ich Nils echt in Schutz nehmen. Nils kann nichts dafür, wenn er doof. Also ganz im Ernst, gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ja, das ist meine mangelnde Multiplayer-Erfahrung. Bitte ich zu entschuldigen. Es brennt viel zu wenig. Nur ein kleiner Teil Iberien steht in Flammen. Ich bin menschlich tief enttäuscht. Ei. Das breitet sich schon heraus. Okay, Leute, ich komme noch hin und ich kann genau eine Unit opfern. Das heißt, ich baue am besten jetzt einen Schwertkämpfer. Schick den dahin. 1, 2... Und lass den opfern, weil der hat ja mehr Angriffspower. Das heißt, wenn ich den opfer, kriege ich ein bisschen mehr. Nur ein bisschen, aber trotzdem. Hier ist wirklich gar nichts, ne? Also da unten... Tote Hose ist noch eine maßlose Übertreibung. So, ich brauche bessere Mauern auf Dauer, ne? Weil ich werde ja wahrscheinlich Stress kriegen. Mit Kollege Ungarn. Aber ein Aquädukt klingt auch nicht schlecht. Das ist eine merkwürdige Anzeige. Ja, was ist schon Bildung, ne? Ich weiß ja nicht genau, wo hier dieser scheiß Stadtstaat war. Jetzt wohl auch nicht mehr herausfinden. Okay, Strategie-Ecke hat da 2 reingedonnert. Werde ich aber recht bald rausprügeln dürfen, I guess. Ich hoffe echt, dass das da oben funktioniert, dass ich das nicht verliere. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Mit diesen Loyalitätsblödsinn. Aber da steht 100, da steht loyal. Da steht steigend. Das passt, denke ich. Theater und so ist irgendwie auch ganz wichtig. Das muss ich nächste Runde unbedingt machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil ich meine, ich ändere halt meine Politik zu selten, weil ich es irgendwie nie raffe, dass ich das Gefühl jedes zweite Mal machen kann. So, und jetzt haben die ja alle +1. Das ist mein nächster Seher, verkehrt das halt wieder ab. Und dann geht es halt sofort weiter. Aber das hier ist auch sehr beunruhigend, ne? Also hier sind die ganzen Barbaren, weil hier kommt noch eine Siedlung. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt 6, 7, 8. Kommt hier ein Monument, Oder doch ein Monument kaufen, aber weiß ich nicht. Fühlt sich nicht richtig an. Die können da auch wieder zusammengeführt werden. Irgendwo hier war es doch. Hier war ich wirklich noch nie, aber hier will auch niemand sein. Aber da will ich hin. Aus Richtung Wellen.
Ja, das muss man wahrscheinlich irgendwann einfach mal mit erforschen. Dann nehmen wir einfach alles, was uns irgendwie so ein bisschen gesandte Punkte gibt. Keine Ahnung. Das Problem ist auch, dass das gar nicht stimmt, weil das ja alles neu gemacht wurde. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, Leute, aber wir nehmen jetzt einfach zweiten Gouverneur. Also die Texte werden auch falsch sein. Die werden auf Englisch halt richtig. Aber das passt schon. Und dann, ja, hören wir wieder rein. Schon gedacht? Was? Ich finde, der einzige Tunichtgut ist ja wohl der hier, der gerade ein Waldfeuer über die Welt entfacht hat. Ja, und wieder, du schleimst dich so gekonnt bei mir ein. Lieben Dank für diese tollen Komplimente. Wer schleimt sich wo ein? Ich war kurz weg. Muss ja, wissen. Maurice bei mir, der macht ja, mir natürlich. So schöne Komplimente. Okay. Aber wenn Deutschland jetzt wieder da ist, was ist denn, Sun, was ist denn dein Plan mit der Nordsee? Nordsee ist britisch, oder? Da sind wir, glaube ich, einig, oder? Was heißt denn Nordsee für dich? Ja, alles bis zur Küste kurz vor Hamburg. Ja, das ist meins, genau. Deins? Nee. Also, ich dachte ja, also, jetzt eher, das ist alles meins. Ja, weil die Küste. Also auf meiner Küste. Seite der Nordsee, meinst du jetzt? Ja, also das Wasser, das nehme ich gerne. Die Küste, da können wir drüber reden. Das kann ich dir auch erstmal lassen am Anfang. Ja, also Wasser ist okay, das kannst du haben. Aber die Küste ist ja schon, also das ist ja schon meins. Also. Habt ihr euch wieder verdrückt oder ist das Teil eures Spektakels? Was? Kommen ja noch Barbaren. Was ist das denn? Haben die nicht... Alter, das ist ja das Mieseste. Habt ihr nicht gesehen, was ich für ein Exempel statuierte? So. Ich bin wirklich sauer. Ah. Warum? Sollte vielleicht mal einen Hafen erforschen. Als Italien wahrscheinlich eine gute Idee in dieser Konstellation. Ja, ich glaube, ich sollte mal langsam Bogenschützen erforschen. Okay, lieber. Wer haut denn da so in die Tastatur? Fragt da jemand heimlich mit den Moderatoren? Sag mal, was die da alles im Chat gerade sagen. Gib mir mal Tipps. Ich habe meine Stadt umbenannt, entschuldige. In bald Rangers Stadt? Ja. Ich frag nur. Oh Gott. You wish. Der Abschaum. Ganz genau das. Okay, Leute, ja, Entschuldigung, ich bin krank. Dann komme ich vorbei so, und reiß dir die Eingeweide raus. Ich klinge manchmal so, als wenn einfach der Hass mich selber trägt. Das ist nur, wenn ich krank bin. Alt Rangers Stadt, ja. Noch lachst du. Lol. So. Ich habe Felinus schon gefunden. Dieses so, ne? Ich muss das loswerden. So. Ich sag ab jetzt einfach Heureka! Aber ich meine, das hat doch wahrscheinlich auch jeder Streamer, oder? Irgendwie so diese Sprachmarotten, die irgendwann irgendwann merkst du, Leute im Chat machen Running Gags daraus und dann weißt du, okay, vielleicht habe ich ein Problem. Ich finde es schön, weil Maxim ist, glaube ich, der So-Counter mittlerweile fünfstellig. Das finde ich ist schon ein Statement so. Das ist in der Tat ein Statement. Dein Wow ist auch ikonisch, glaube ich, oder, Maurice? Ja, aber man muss ja immer das Beste draus machen. Ich habe inzwischen ein Emote anfertigen lassen. Sehr gutes Emote, muss ich gestehen. Und ich liebe es. Vor allem das Tolle ist halt, ich finde, es gibt ja kaum einen, also es ist so luxuriös als Streamer,
du bist in Chatprogrammen so viel ausdrucksfähiger als jeder andere Mensch, weil du hast literally deine eigenen Emotes. Das stimmt, das ist ja halt sehr nett. Warten wir gerade auf Nils, der aktives Shaming für Warten? Oh Mann, immer das Gleiche. Eine kurze Frage, gibt es sowas wie, also wenn ich einen Siedler habe, so einen Modus wie, ey, was passiert, wenn ich hier eine Stadt gründe, was für Malis und Dingsies bekomme ich? Gibt es sowas? Ich glaube nur für die, wo er dir aktiv vorschlägt, was hinzubauen. Ja, genau, genau. Ja, das ist immer doof. Also wenn du 4 drückst, dann siehst du zumindest, wo frisches Wasser ist und ein paar andere Informationen. Ah, 4. Aha. Das ist ja cool. Da habe ich wieder was gelernt, du. So, diese. Jetzt muss ich auch mal kurz 4 drücken, weil ich selber gerade nicht wusste, was. Das ist ja cool. Ja, Leute, ich bin ehrlich, ne? Ich habe keine Ahnung, was wir hier als nächstes machen. Was haben die mir gegeben? Technologie-Maschinenbau? Cool. So, der darf jetzt automatisch. Also, ich wollte eigentlich alles selber steuern, aber ich sag mal ehrlich, Leute, ne? Also. Der war halt wichtig zu finden, weil da gibt es 2 Kulturen in jedem Gebiet. Das ist auch eine Lache, ey. Das ist auch eine Lache, die mir Angst macht, gebe ich zu. Nee, also allen muss die nicht Angst machen. But that laughter, it scares me. Großer Prophet, großer Schriftsteller, das sind die beiden, die ich gerne hätte. Nein, ich bin Römer. Also, warum sollte ich die Sprache der Germanen sprechen? Genau, bitte, dann sprich lieber meine Sprache. Etwas mehr Englisch. Genau. Jolly good. Das zählt jetzt aber schon als Kultursieg, wenn Italien jetzt auch meine Sprache spricht, oder? Ach, habt ihr diesen Tweet neulich gesehen? Ich fand das so geil. Es gibt ja einen Habsburger auf Twitter, Eduard Habsburg. Der hat irgendwie getwittert hier, Thanksgiving Dinner bei den Habsburgern. Und jemand hat es retweetet mit der ultimative Kultursieg Amerikas. Die Habsburger feiern Thanksgiving. Ich habe auch noch mal eine ganz kurze Frage mit dem Wasser. Wenn ich jetzt eine Stadt gründe, wo kein Wasser ist, aber ich dann eine Teil erschließe, wo Wasser ist, hat die Stadt dann Wasser oder trotzdem nicht? Also gibt es da die Möglichkeit? Da brauche ich ein Aquädukt oder sowas dann? Ja, Aquädukt, ja. Okay. Wenn du auf dunkelgrün baust, hast du Trinkwasser und wenn du auf hellgrün baust, hast du halt nur so ein kleines bisschen Wasser und auf grau hast du gar keins. Und wenn du eine Stadt gründest und du hast in einem Feld daneben, das sind irgendwie viele kannst Siedler, du dann Aquädukte ne? setzen. Aquädukte kannst du setzen in Richtung zu Flüssen, in Richtung zu Oasen oder in Richtung zu Bergen. Ja, okay. Also die müssen an eines dieser 3 Felder angrenzen und an dein Stadtfeld. Okay, alles klar. Danke. Gerne geschehen. Okay, Leute, ich ahne. Bin schon wieder zu langsam mit allem, aber ich glaube, ich lasse mich auch zu sehr ins Geschwätz reinziehen. Dass hier Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Ich mir selbst natürlich überhaupt nicht zähle. Haha, hat einen Fehler gemacht, der dumme Kerl. Du immer, Ecke, müssen wir nochmal reden? Nö. Oder verläufst du dich da gerade einfach nur zufällig aktiv in meine Gegend? Mit dem Siedler? Nee, mit mehreren militärischen Einheiten. Oh. Ja, das würde ich auch jetzt auf eine Seite interpretieren. Er sagt auch einfach nichts mehr. Er ist im vollen Soziopathenmodus. Ja, er hat wirklich einfach random hier rein und dann aber auch komplett. Jetzt bring ich dich um. Der eine Stadt zu viel. Spieler, ja. Der volle Soziopathenmodus. Das ist ah, sehr schön. Hi, ja. It's me. I'm the problem. Ja, manchmal nützt es auch nichts, dagegen zu widersprechen, ne? Ja, ich würde mich ja, also ein bisschen Ehrlichkeit hätte mich jetzt grundsätzlich schon erfreut, aber war das nicht absehbar? Was erwartet man? Ich weiß nicht, du meintest eben in dem Gespräch noch, ja, du willst jetzt nicht mit denselben rasseln.
Nein, das war eine Lüge. Naja, aber er hat dann insofern die Wahrheit gesprochen, dass er ja offenbar nicht mit den Säbeln rasselt, sondern sie direkt schwingt. Wo ist denn das? Ich habe mein Speer in der Nähe, ich will zuschauen. Maurice hat die Pole Position schon eingenommen mit dem Speer. Noch zwei Hügel weiter, Maurice, und du kannst zuschauen. Was, echt? Maurice, okay. Wo bist du? Steinwallen südlich. Fuck. Südlich von meinem Speer? Von deinem Speer, ja. Ah, okay. Na, das ist ja sowieso mein Weg. Das ist der Weg. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Barbaren, was ist da los? Ja, die Barbaren sind auch bei mir, aber sie heißen irgendwie irgendwas mit ne? Ja. Eine Ecke. Mit der Ecke. Der Joghurt mit der Ecke. Mein Timer ist echt lang. Ja, das hat sich aber wahrscheinlich auch dynamisch aus dem Krieg her auch gerade herauskristallisiert. Ne? Aber könnt ihr uns mal so einen kleinen, so einen Tacitus-Reisebericht? Belgrad wird von 4 Reitern belagert. Das ist richtig, okay. Ja. Und sehr nicht deine Stadt, die bald sehr wohl meine Stadt umbenannt wird, wird aktuell von einem wackeren Kollenkrieger belagert. Ich werde halt von einem rückständigen, technologisch überforderten, sprachlich unfähigen, wortbrechenden Pflegel. Welche Wörter? Ich kann nicht reden. Ja, ah, den Fluss können wir erstmal als Grenze akzeptieren. Weiß man ja, wo der Wort ist. Und als dich die Barbaren niedergemacht haben, stand ich noch daneben und half. Ja, weißt du, man muss halt leider wirklich immer so ein bisschen sehr genau, weil erstmal ist halt ein so dehnbarer Begriff. Ja, das ist wahr. Erstmal ist so ein Alarmwort. Oh, ist das einfach ein... Wer zuerst Klickmoment? Ja, ne? Ja, ist es... Das leider Ranger, Alter! Bist du des Wahnsinns? Okay. Was? ich glaube, ich werde die Stadt hier bauen. Was passiert, Steinwallen? Anstatt erzähl hier? Mir. Ja! Perfektes Timing! Dann kann ich nämlich... Was ist gut? Geschehen? Nein, da will ich sie eh nicht bauen. Ich will sie da bauen. Da will ich hier eine bauen. Das interpretiere ich jetzt direkt mal als Kriegserklärung, oder? Was? Nein. Naja, nein, also als Siedeln auf französischem historischem. Ja, was? Ja, das ist K. Also, kann du ja nicht also, sein. Dass du jetzt mit diesem einen Schwertkämpfer hier was reißen kannst? Kann ja nicht sein. Ja, den einen, den du siehst. Aha. Ich muss jetzt erstmal meine Kräfte kanalisieren. Ja, eine Stadt, die unbeschützt ist. Sehr schön. Viel Spaß. Wir können wieder Frieden nehmen, wenn du möchtest. Du weißt, dass ich auch eine Spezialfähigkeit habe. Ob du besoffen bist, frage ich mich. Kulturellen Druck auszuüben, sodass ich jede scheiß Stadt in meiner Nähe sowieso schlucke innerhalb von wenigen Runden. Das ist quasi eine Siedlung. Du gönnst mir eigentlich jetzt eine neunte Stadt. Ey, geil. Ranger, das ist richtig gut. So nett bin ich. Ich kann noch eine zusätzlich. Da wollte ich nämlich ja die Stadt. Das geht ja jetzt richtig zur Sache hier. So nett bin ich. Willst du mir den Siedler noch geben? Also wir können ja auch einfach mit freundlicher Koexistenz nebeneinander leben. Also das hat ja auch immer in der Geschichte gepasst. Ja. Bis ich die Stadt anschlucke. Kulturell. Ach, kulturell. Ja. Ja. Hast du dir mal die Spezialeigenschaften meiner Herrscher angeguckt? Ich weiß nur, dass Frankreich nie Böses im Sinn hatte. Nee, genau. Ja, siehst du. Mit unseren großen Werken überzeugen wir einfach die Nachbarn. Ist das das Wort eines Historikers? Das klar. Hör. Na, rat mal, warum unsere Geldbörse eigentlich Portemonnaie heißt und so. Ja, aber es ist eine französische Hafenstadt, oder? Portemonnaie. Oh Gott. Nee, okay, Leute, ich wusste nicht, dass der... Deswegen haben wir unsere Geldbörsen nach französischen Hafenstädten benannt. Ich wusste nicht, dass der quasi unter mir durch... Also, ich hatte ja quasi einen Schwertkämpfer in der Stadt, aber er konnte sie trotzdem übernehmen. Und ich habe nicht verstanden, warum. Aber das scheint ein... Einer von den Besseren, ne? Ein Ziel zu sein, das ich einfach nicht kannte. Warum, was warten wir denn jetzt hier? Was ist denn das hier für eine Mäuseshow? Das gibt's doch nicht. Wir warten auf, dass Ranger in völliger Verzweiflung irgendwelche letzten Truppen zusammensammelt.
bin total fasziniert. Ich seh nichts von dem, was hier passiert, aber ich höre es und... Ich muss sagen, ich kenne auch so ein paar Civ-Mechanics nicht. Also ich hatte quasi eine Einheit in einer Stadt, aber du konntest trotzdem reinrennen und bevor die Einheit gestorben ist, kriegst du meine Stadt, weil sie keine Stadtmauer hat, richtig? Ja, die Einheit verstärkt die Stadt. Ich muss quasi Leben gegen, also ich greife die Stadt an und tausche quasi Leben. Was ist mein Krieger da oben weg? So ein Scheiß. Das ist mir auch gerade passiert. Also wir sind ja jetzt erstmal freundlich zueinander, ne? Also das ist ja klar, oder? Weiß ich nicht. Also, Steinwald, ich will jetzt hier wirklich keinen Krieg anfangen, nur wegen diesem bisschen Stück Land da. Also es tut ja jetzt keine Not. Guck mal, okay. Hier. Okay, pass auf, dann bewahren wir den Frieden und du ärgerst dich nicht, wenn die Stadt aufgrund meiner kulturellen Überlegenheit sowieso irgendwann die Seiten wechselt und ich eine neue Stadt auf diesem Land habe, mit der ich gar nicht geplant hatte. Der Siedler war nur zufällig da, ne? Naja, ich habe natürlich mit diesem Standort geplant, meine 8. Stadt, aber demnächst wird es ja eine 9. dann geben. Ja, okay, das ist doch mal, so kann man doch friedlich nebeneinander. Okay, warte mal, Leute, ich komme nicht ganz mit, warum hier Dinge passieren. Aber ich denke, ich muss es einfach akzeptieren, ne? Okay, also, mein Hoplit ist schwächer als sein Krieger, was, würde ich sagen, daran einfach lag, dass er die richtige Regierungsform hatte, um Krieg zu führen und ich nicht. Und jetzt ist es ausgeglichen, dadurch geht der wieder weg, weil das war gar nicht sein eigener. Ja, das ist ja sehr kompliziert für mich, wenn man nicht so viel Ahnung davon hat. Sehr ahnungslos. Okay, ja, ganz viel Lehrgeld gezahlt. Ich wusste nicht, dass der da einfach so durchjoggen kann. Das ist ja kompletter Unsinn. Das heißt, wir müssen Stadtmauern viel mehr priorisieren, weil mit 4 Reitern, der ist mir in der Theorie wahnsinnig unterlegen. Und hier, dass ich nicht gerafft habe, dass ich da meinen Typen reinstecken muss, ist natürlich auch idiotisch. Ärgert mich alles sehr. Ich hätte ihn tatsächlich mehr treten sollen, als er am Boden lag. Aber man lernt. So, wo bin ich jetzt bei diesem Kackabschnitt? Gewonnen. Und wo ist jetzt mein Seher? Wait, hat er meinen Seher bekommen? What? Ich muss mal kurz meine Stadt umbenennen. Mhm. Das erlaube ich. Sehr schön. So. Ja, also, es war so, dass das Land mir gehört und er da leider gesiedelt hat. Das sind immer die anderen. Genau, also ich bin das Opfer. Okay, ja, natürlich. Say no more, die Geschichte kenne ich. Gut. Du bist eindeutig das Opfer. Verstehen wir uns. Ja, ich war selbst oft Protagonist dieser armen Opfergeschichte. Du Opfer, ja. Du bist echt ein Opfer. Du Opfer, ja. Du. Ja, ja, ich im Ernst, kann ich gut nachvollziehen. Halb mir noch mehr unter die Nase, ist gut noch weh, aber... Ja, ja, also gewonnen. Tatsächlich. Also wenn du selber so formulierst, dass du nur unser Opfer sein möchtest, bitte. Finde ich okay. Können wir alle so machen, das geht. Können wir machen. Wenn also für mich war es tatsächlich halt, er hat halt am Anfang gegen Barbaren einen Siedler verloren. Da entwickelt man ja so ein natürliches Mitleid. Das heißt, ich wollte da nicht sofort draufhauen. War Taktik. Und war da noch recht nett und habe dann ein diplomatisches Gespräch gesucht, wo, Zitat, wir können uns auf diesen Fluss als Landgrenze einigen. Und dann bin ich natürlich, gutmütig wie ich bin, erstmal davon ausgegangen, dass ich da mit einem Menschen mit einem Hauch von Ehre zu tun habe. So, war der erste Fehler. Aber ich würde sagen, Johnny, für mich ist das ab hier ein kompletter Blutkrieg. es gibt kein Vertun. Ich habe ein Ziel. Und das wird schön. Ich freue mich drauf. Ich muss als jemand, der wirklich schon in kompletten Blutkriegen mit dir wirklich übel auf die Schnauze bekommen hat, werde ich das mit Faszination beobachten. Das wird schön. Ich erinnere mich an unsere letzte Stellaris Nexus Partie. Das war nicht schön. Nee, es war aber auch für alle nicht mehr schön, glaube ich. Also, ich dachte, ich war gut dabei, weißt du, und dann. Es gab wenig Gewinner am Ende dieses Krieges. Aber hier wird es wenigstens eingeben. Und das ist ja das Schöne. Ha!
Maurice, du hattest doch anfangs erzählt, dass du gar nicht so gerne Stellare spielst, ne? Ja. Willkommen im Club. Weil ich finde das Was Interface so, ja, das Interface ätzt mich an, dass man irgendwann 1000 Benachrichtigung hat und dass es oft völlig unlogisch ist, wo was abgelegt ist, finde ich zumindest. Mhm. Ich fahre immer total auf gutes UI ab. Ich muss Stadtbauen bauen. Ansonsten würde ich vorschlagen, lieber Maurice, ausnahmsweise wir beide mal, also alle Leute, die Pioneers of Borgonia gut finden, sollten eine gemeinsame Allianz schließen innerhalb dieses NP-Matches gegen diejenigen, die Frevler sind. Heiden. Ja, wirklich. Ja, da würde ich doch tatsächlich mich anschließen. Also, das passt ja. Steinball, wie spielst du dazu? Ranger ist total verzweifelt jetzt. Muss er verzweifelt? Sag mal, wie viele Bogenschützen hast du da? Ist das irgendwie ein Elfenstaat, den du führst, oder? Pass auf, was du sagst. Wow. Ich bin echt am Überlegen. Es ist 11:45, ne? Also, es ist schon so spät. Sif vergeht einfach wie im Fluge. So. Steinwald, es hat doch keinen Sinn, wenn wir jetzt hier auf einmal kreuz und quer Krieg führen. Meine Schwertkämpfer sind zwischen deinen Bogenschützen. Also. Nee, ja. Da kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Das hat wirklich keinen Sinn, weil ich die Stadt sowieso irgendwann kriege. Nochmal, die Welt soll brennen. Der zweite Seher setzt den zweiten Waldbrand. Ich habe noch einen Seher, noch einen Waldbrand. Drittes Mal Waldbrand. Jetzt, die Welt muss brennen. Im Ernst, das war das dritte Mal, dass einer meiner Seher gesagt hat, Wälder sind zum Zündeln da. Ohne Scheiß. Aber nur deine Wälder oder auch unsere? Also im Augenblick sind es meine. Finde ich auch sehr cool, danach werden die fruchtbar sein, hoffe ich mal. Ja, das finde ich auch gut. Das finde ich sehr gut. Also ich kann auch zu euch rüberkommen und eure Wälder abfackeln. Das finde ich nicht gut. Findest du nicht gut? Das klingt wie ein Schnaps, wenn du das sagst. Ich kann mich anheuern. Also ich bin käuflich. Wenn du zum Beispiel, wenn einer von euch der Meinung bin, hey WB, geh doch rüber zu Steinwallen, die französischen Wälder sollen auch mal brennen. Das hört sich irgendwie verdächtig an, als wenn es in meine Richtung geht. Das wäre auch eine Möglichkeit, danke. Ja, also ich finde französische Wälder, die brennen. Hä? Wie du meinst? Was ist denn jetzt los? Stimmt, also Sun, eigentlich könnten wir beide, ne, die deutsch-britische Freundschaft schließen. Mhm. Und okay, Leute, das scheint auch einfach hier deine Territorien auch verteidigen, sein, ne? Da im Gebiet Elsass-Lothringen. Aha, aha. Das ist überhaupt gar kein Konflikt. Hör dir diesen Ranger an, das ist ein Kriegstreiber vor dem Herrn. Das stimmt natürlich, ja. Das, ich meinte, wer siedelt hier aggressiv? Wir haben einfach eine Verabredung, wieso wie zivilisierte Völker es machen. Hey, es gibt hier eine Grenze. Wo wir muss ich auch wer sagen. Es so? Und was macht dieser, ich sag jetzt nicht ein ganz böses englisches Engländer-Schimpfwort, der kommt hier einfach an und pflanzt sich hier mit an. Okay, das heißt, ich erforsche diese Peter-Leute. Diese Engländer. Das fühle ich einfach Krieg auf der nächsten Kriegsstufe, I guess. Nennen einfach, das ist hässlich. Als Kind war das nicht. Schon allein das. Auf dem Schulhof, zweite Klasse Grundschule. Wir hatten einen Engländer bei uns in der Schule, der ist gnadenlos gedisst worden. Der kam damals durfte man das noch sagen, als Gastarbeiter ins Land. Der hat echt gelitten. Der wurde total gedisst und gemobbt. Es war so ganz furchtbar. Ding, wenn er als Deutscher gewesen wäre, würde er gehänselt worden sein. Aber als Deutscher wäre er auch gehänselt worden. Oh Gott. Der lief in all den Röcken rum, weil das war eine schottische Grundschule und er war als einziger in Hosen unterwegs. Das sah so doof aus, der Engländer in Hosen. Das war echt krass. Er wurde total gemobbt, deswegen, weil er Hosen trug. Wahre Geschichte, echt. Hosen. Ich gehe heute noch empfindlich auf Leute, die feinkariert sind. Warum könnte ich das nicht mehr abbrechen? Das ist so eine Kacke. Langsam komme ich dahinter, wann ich meine Runde beendet habe und wann nicht. Das ist ein Fortschritt. Langsamer, aber ja, es ist ein Fortschritt. Wo kommt denn jetzt der Barbar her? Das passt irgendwie jetzt gar nicht in mein Weltbild. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Bin ich jetzt kein Fan von. Aber es kann sich ja noch ändern. So. Vielleicht wirst du ja noch Fan davon. Ich glaube nicht. Tatsächlich ist die Antwort nein.
Ja, es brennt tatsächlich wieder auf der Iberischen Halbinsel. Ich habe gerade eine Meldung bekommen. Ich habe verdammt viele Pyromanen bei euch. Kann das sein? Das ist, glaube ich, wirklich nur WB. Ja, also, irgendwie zündest du die ganze Zeit deine eigenen Regionen an. Ja, im Ernst mache ich wirklich. Ohne Scheiß jetzt, weil dadurch wird alles fruchtbar. Naja, das ist doch klar. Habe ich da vorhin schon gesagt. Das ist kein Scherz, wirklich. Das ist vollkommen... Mein Chat sieht das. Ihr müsst nur meinen Chat fragen. Man sieht auch, wie ich selber mit meinen Sehern meine Wälder abfackle. Ja. Das ist kein Scherz. Es ist sogar so, dass das sogar eine sehr, sehr starke Taktik ist. Ja, wenn ich das im Stadtpark mache, kommt das Ordnungsamt. Ja, das ist der Unterschied. Das ist mein Reich, das sind meine Regeln hier. Das kann man machen. Was guckt denn hier so raus? Okay, also die ganze Situation ist ja übel, ass. Weil ich einfach sehr lange brauche, um da hinterher zu ziehen. Und also dann komm, Steinmann, jetzt hier mal. Ich möchte gerne die Freundschaft mit dir verkünden. Also wir, so schön, wie wir hier miteinander umgehen, ne, da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Aber ich denke, Steinbein in Scheiben schneiden? Ich will... Wir also können Freunde werden. Das Problem ist einfach, dass ich... habe ja schon gesagt, was passieren wird. Oh, ich habe es aus Versehen mit Escape beendet. Huch, was habe ich gemacht? Kannst gerne nochmal schicken. Ach, das ist ja nett. Aus Langeweile Sushi. Ja, ich habe... Ach so, was das davor ist. Ich muss jemanden angreifen. Ich kann nicht immer so 2 Minuten warten und nichts machen. Ich muss jetzt leider irgendwen angreifen. Ja, dann greift den Engländer an. Maurice, ich bin gleich bei dir. Mach dich mal für den Kampf, ja? Ich weiß nicht mal richtig, wie. Rüste dich mal ein bisschen. Du darfst hier übrigens kein Sushi essen, Nils. Ich bin Cäsar. Cäsar ist immer gerüstet. Sushi-Strom. Ich komme mit meinen Schiffen von Norden, okay? Ja. Kannst du schon mal darauf warten, dass wir ein episches Gefecht machen? Das ist ein Aquäduktbaum, ne? Steinbein? Und schon, ja. Ich werde dich nicht unterbrechen. Wie südlich sind die Wikinger gekommen? Bis ins Mittelmeer. Ja, die haben für den byzantinischen Kaiser gearbeitet, die Varäger. Ja, bei Lampen. Die haben Sizilien sogar ein Königreich gegründet. Die haben sogar Sizilien Königreich gegründet. Also es wäre super realistisch, wenn ich Italien überrolle. Du erfüllst hier jetzt deine historische Mission quasi. Mhm. Das war doch auch so, dass sie historisch, glaube ich, eine bestimmte Abgabe an Großbritannien geben mussten, oder? Andersrum. Ja, ich sage ja nur, ich bin ja auch jetzt kein Historiker. Ja, die haben ja schon in England gesiedelt. Nee, gesiedelt nicht, das ist jetzt zu viel. Also, ja, wir können Freunde sein, doch, aber siedeln ist jetzt... Erst kämpfen, dann siedeln. Naja, und vor allem, am Ende sind sie ja da König geworden, weil die normannischen Eroberer waren ja quasi... Steinmann, jetzt ist Schluss. Also jetzt brauchen wir ja jetzt genug Geschichte. Jetzt, ich weiß, was du tun musst. Du musst jetzt diese Stadt, die er hier in Frankreich gegründet hat, die musst du erobern. Das ist dann quasi die Normandie und dann von dort aus eroberst du England. Das ist jetzt echt, oh geil. Ey, das musst du jetzt tun eigentlich. Entschuldigung? Nein. Kann ich mal kurz mit dir reden? Sehr gerne. So, sind wir? Wir sind. Na, wie geht's dir? Wie viel Stress hast du denn gerade hier mit Ecke? Oh, es geht. Also ich glaube, ich stresse nicht so wirklich, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wie ich in diesem Zeitalter denn tatsächlich auch dann seine Sachen überrennen werde. Das heißt, ich versuche gerade Richtung Salpeter zu rushen, um quasi da einen Schritt schneller zu sein. Aber wenn jetzt vielleicht... Ich meine, ich bin auch hier gerade. Ja. Er ist bei dir. Also er ist nicht so sehr bei mir, ne? Du hast ja da deine Speer auch. Aber ich wäre sehr bereit, in Ich mag Pferde noch mal reinzurennen, wenn du in Mist noch mal Spaß haben willst. Ja, ich stehe da gerade mit 4 Legionären. Das ist halt in 2 Runden wahrscheinlich meins. Sehr gut. Ja, dann erhöhe ich mal den Druck auf meiner Seite. Ja, und dann gucken wir noch mal, wann ist Knackbacht. Ja. Ich glaube, er hatte auch wirklich gar nichts, ne? Also er hatte 4 Reiter. Das ist ja wirklich... Ja, das sind meine mächtigen Legionäre. Ja, ja. Die packen das. Ich habe da auch wenig Zweifel. Nee, das freut mich ja zu hören. Dann ist ja am Ende der Plan ja immer noch derselbe. Sehr gut. Eine schöne Unterjochung. Ja, ich kann Stadtmauern übrigens empfehlen. Ne? Wusste ich gar nicht. Hat er nämlich noch nicht hier. Ja, er hat sie tatsächlich da hat er sie angefangen, als er mich angegriffen hat, aber schüchtern wie er ist, hat er dann
beim Rest noch aufgehört. Hopliten sind leider echt aus der Zeit gefallen. Aber weißt du, die Musketiere, die müssten doch die Nachfolgerklasse von den... Ja, ich glaube schon. Musketiere sind dann tatsächlich eine Nahkampfeinheit. Ja. Und dann sind wir ja eigentlich wieder im Lot. Ja, und ansonsten, ja, ich habe halt zwei Eisenvorkommen nicht bebaut gehabt. Die sind aber jetzt auch drin. Und er hat da, ich glaube, er hat nicht so wahnsinnig viel. Er hat ja doch echt einen schweren Start so. Also, da sind ein paar Dinge schiefgelaufen bei ihm. Ja, aber er hat jetzt halt sich schon echt hier leider sehr geöffnet für Julius Caesar. Das ist halt nicht so schlau mit Caesar als Nachbar. Ja, das glaube ich gerne. Nee, aber dann würde, also mein Ziel ist, ich mag Pferde und sehr wohl meine Stadt. Und ich unterstütze dann gerne deine Bestrebungen, den Großteil des Rests dann auch noch seiner Bestimmung zu führen. Ja, habe ich jetzt soeben hier attackiert. Fantastisch. Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Danke. So, das war eine weitere Folge. Uns wurde rücklings der Krieg erklärt, aber Maurice half uns. Überraschend. Bin ich sehr begeistert. Die nächste Folge ist, wir schlagen zurück. Morgen um 12.